Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5 mit dem Klaas. Hallo zusammen. Und mit dem Hängerboy. Und ja, wir sind gerade hart am Expandieren. Wir haben unsere zweite Stadt gebaut. Pasargade heißt sie. Unsere Bogenschützen lassen wir noch chillen. Unsere Speer lassen wir noch chillen. Die Speerkämpfer lassen wir mal da stehen. Oh, der hat schon Katapulte, der Typ. Tja. Der hat hart viele Einheiten, der Typ. So, und ich bin in der nächsten Runde. Wie viel kostet denn eine Einheit pro Runde? Ein Gold, glaube ich, oder? Eins? Pro Einheit ein Gold, glaube ich. Zumindest. Hoffe ich. Okay. 15 Stärke, 8 Stärke. Nahrung plus 5, Produktion 3,6, Wissenschaft plus 16, Glaube 1. Tourismus 0. Oh, ich brauche Pferde. Habe ich keine Pferde? Ich auch noch nicht. Ich könnte auf Büffeln reiten. Hier gibt es überall keine... Da unten sind Kühe. Sumpf. Erstmal Einheiten kaufen. Ah ja, Einheiten kaufen geht natürlich auch, warte mal. Ich finde es viel besser als produzieren. Ich habe aber... mit 17 Stärke. Gut. Warte. Kampfbogenschützen. Nee. Nee. Wie heißt die? Nee, Kompositions... Das sind bitte ein... Kompositbogenschütz. Was ist denn das? Das ist einfach der Bogen. Komposit. Aha. Wieso habe ich keine Berittenen? Weil ich keine Pferde habe. Ja. Schwachsinn. Sind rein. Was? Du leckst wieder. Ah, okay. Wieder eine Fuck-Einheit. Orakel von Klaas vollendet. Ihr habt die Theologie entdeckt. Garten. Plus 25% Gehörung von großen Persönlichkeiten in dieser Stadt. Mhm. Hagia Sophia. Ein kostenloser großer... Was stand da? Wenn ich mich bewege, kann ich es nicht lesen. Geil. Ein kostenloser großer Prophet erscheint, bietet einen kostenlosen Tempel in der Stadt, in dem sie gebaut wurde, an. Cool. Große Moschee von de Genet. Okay. Erfordert Frömmigkeit. Alle in dieser Stadt geborene Missionare können dreimal Religion verbreiten. Bietet eine kostenlose Moschee in der Stadt, in der das Wunder gebaut wird. Was ist? Meine Legionisten kommen. Großer Tempel muss in der heiligen Stadt gebaut werden. Okay. Was ist das? Borobudur. Okay. Muss in einer heiligen Stadt gebaut werden. Drei freie Missionare erscheinen. Was erforscht man denn? Keine Ahnung. Was gehen wir denn? Ich würde sagen, wir gehen auf Zukunftstechnologie. Bankwesen. Wo sind das? Mittelalter? Bei Renaissance. Bankenwesen. Oh ja, da kann man eine Bank bauen, die bringt voll viel Geld. Okay, Bankenwesen. Mal rein. Also jetzt gehen wir auf öffentliche Verwaltung erstmal. Politik einführen. Boah, nice, ey. Tempel erhöhen die Goldproduktion. Nice. Hart und dreckig. Was? Du baust jetzt eine Stadt. Was? Okay. Angreifen. Chichen Itza. Okay. Keine Ahnung, was das ist für ein Monument. Klingt aber lustig. Wir rennen dahin. So. Beide läuft. Ah, super. Hier. Hier kann man noch einen Bauernhof hinbauen. In der Wüste, weißt du? Ein Bauernhof in der Wüste. Sehr schön! Ja, du musst ja die Wüste bewirtschaften.
Oh, was ist das für einer? Arabisch, okay. Wie ist der mir gesinnt? Ich glaube, nachdem das hier fertig ist, was wir hier gerade gebaut. Wassermühle. Nach der Wassermühle hole ich mir ein Monument, damit es sich schneller ausdehnt, das Gebiet. Sehr schön. Ich hätte mir jetzt fast einen Krieger erklärt, dem Araber. Was? Warum? Ach, so halt. Warum? So halt. Weil ja, zum Spaß, ne? Nächste Runde. Du auch? Ja. Oh, oh, oh. Kommt da oben aber. Ist bei dir, okay. Was? Barbaren. Oh, ich fick dich jetzt. Ich gleich mal platt hier. Ah, Politik einführen. Politik, was machen wir denn? Wirtschaft. Söldnerarmee, ermöglicht den Kauf von Landsknechten. Sind die gut oder schlecht? Ach, weiß ich nicht. Das ich gehe erstmal auf Goldproduktion, oder? Warte auf. Für jede Garnisonsstadt steigt die lokale Stadtzufriedenheit um 1. Und die Kultur um 2. Ich habe schon eine Garnisonsstadt. Das machen wir die Zitrone. Machen wir erstmal Ehre fertig und ich habe sowieso gerade plus 16 Gold. Okay. Das sind Zitronen. Nice. Ja, habe ich doch gesagt, bei mir gibt es Zitronen. Richtig geil. Und knackig. Und sauer. Ah. Was ist cool. Nächste Runde. Jo. Ich auch. Ich hasse es, dass dann die Kamerafahrt nicht abgebremst wird. So, warten auf andere Spieler. Was macht der Barbar? Keine Ahnung. Sterben. Hier einen Handelsposten bauen. Wird empfohlen. Okay. So, noch eine Runde für die Wassermühle. Sehr schön. Auf meine. Mein Bautrupp wieder. Ich bin fertig. Dein Bautrupp, den du vorhin verloren hast. Ja. Ich habe genug Glauben erhalten, um auch ein Gebäude oder eine Einheit zu kaufen. Nice. Das ist ja nett zu erfahren, dass sich einfach Barbarenlager irgendwo gründen können, ne? Ja, das ist. Aber die können sich nicht auf deinem Gebiet gründen, oder? Wäre sonst ein bisschen fies. Das heißt, ich muss hier trotzdem eine Einheit stehen lassen. Das heißt, ich muss die hier weiter unten hinstellen. Ich stelle die mal hier auf den Hügel. Ein Missionar. Ah. Ja, den kaufe ich mir. Ja, ist gut. Läuft bei uns. Hat er immer, wenn die Runde endet. Oh, oh, oh. Jetzt will er es aber wissen. Komm, scheiß drauf, geh mal auf Glaube. Oder Kultur. Produktion wollen, auch ein Monument bauen. In 2 Runden ist es fertig. Sehr schön. Was ist euer Einfluss auf Byblos? Hat so stark abgenommen, dass ihr keine Freunde mehr seid. Nein. Wieso nicht? Ich hab doch nur ein paar. Warte, ich speichere mal wieder ab. So. Ah, klick mal auf deine Stadt. Ja. Dann siehst du rechts so eine Leiste mit Gebäuden, was du drin hast. Ja. Hast du schon einen Markt gebaut? Ja. Du kannst da Händler reinsetzen. Der bringt dir plus 2 Gold und plus 3 Kultur. Ah, cool. Und beim Palast? Leerer Platz für große Kunstwerke oder... Fuck. Okay. Kostet der was, der Typ? Die Künstlergilde. Ja, warte, wie viel Nahrung habe ich denn noch? Jetzt habe ich noch plus 1 Nahrung. Ah, okay. Nice. Nächste Runde, cool. Hab ich gar nicht gewusst. Oder Missionar, der... Wann ist mal hier hin?
Nächste Runde. Ich glaube, meine Einheiten gehen unten jetzt dann drauf. Mal gucken. Das. Oh, da hat er angegriffen. Zack. Hm, draufgehen oder heilen? Nee, ich muss mit denen hier angreifen. Abhauen kann ich nicht. Okay. Dann ist ja nah, da geht's mir hier rein. Soll ich mal verbreiten? Oh, noch ein Bauernhof bauen. Alter, plus 1000. Glaube. Ich glaube? Kann. Wie viel Glaube habe ich denn? 89. Ey, ich habe meinen Glauben verbreitet. Ich glaube, ich schicke den mal zu dir hoch. Oh, nice. Die Einheit, die kann sich erstmal heilen. Die macht nichts, die macht nichts. Ihr macht den jetzt platt. So. So. Produktion wählen, was tun wir uns denn? Stadtmauern, Amphitheater. Mhm. Cool. Neue Bogenschützen, ihr halt euch bitte. Was gebaut? Markt, Gold plus 25%. Ja, Gold. Erstmal Markt bauen. So, Produktion wählen, das haben wir hier. 6, 10, 16. Was haben wir uns denn? Voll die gute Musik bei mir, by the way. Benötigt Ehre aller Einheiten. Okay, Zeus-Statue. Okay, gehen wir wieder auf Wohlstand. Das ist fertig. Und die Stadt. Wir benötigen Seide. Okay. Seide hätten wir hier oben. Ich glaube, wir expandieren nach oben. Nach oben, sagst du? Das ist ja wieder krass am Lenken gewesen. Oh, 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 oh. Ja, sichi. Tja, der Büblos, der will wohl aufs Maul bekommen. Straßen kosten Gold, oder wie ist es? Jo. Okay. Kann ich die angreifen? Nee. Okay. Okay. Alter, hier ist Gold. Nächste nice. Runde. Da, das Gold. Ist in die Stadt hin. Lass sehen. Wo? Wo meine Legionäre sind. Ich seh's nicht. Legionäre? Wo sind die? Ganz oben, im Norden. Achso. Gold gib dir. Okay. Ah, die Ruine. So, die krummen Säbel sind wieder in der Stadt. Die können leider nichts machen. Kann ich hier auch expandieren? 60 Gold. Ja. Also 60 Gold habe ich noch übrig. Brauchen wir ein Jagdlager rein. So. Alte Ruinen wurden entdeckt. Ah, forschst du gerade ein bisschen. Okay. Ich habe schon ein bisschen mehr erforscht bei mir. Ja. Ah, was ist los? Welche Einheit habe ich denn jetzt gerade ausgewählt? Die hier? Oh,
was planisieren. Nice, was habe ich jetzt? Pikiniere. Cool. Ich kann es auch modernisieren, das kostet aber dann, warte, 55 Gold und wahrscheinlich dann auch mehr Nahrung, oder? Oder mehr. Mal gucken. Nice. Boah, Alter, eine große Moschee, Alter. So. Nein, ich will sie verkaufen. Schau noch kurz. Plus eine Nahrung nur noch. Okay, dann. Ich lass mal lieber hier ein bisschen Backup drin. Okay. Ihr macht nichts. Passt. Ich bin der Einzige noch unter 200. Die meisten sind schon bei 242. Die expandieren einfach besser als ich. Ich habe das Spiel noch nicht so oft gespielt. Ich bin ein Noob. Ich bin ein Dinger für Politik. Wirtschaft ist das schön. Ja, ich weiß. Hab ich auch schon genommen. Du hast Salz, cool. Nächste Runde. Läuft bei uns. Warte, die können sich jetzt mal heilen. Und die auch. Geiles Geräusch. Macht sie platt. Er kostet ein Gold Unterhalt pro Runde. Okay, meine Einheiten können sich schneller fortbewegen. Die Verbindung von Städten mit der eigenen Hauptstadt erbringt eine große Menge Gold pro Runde. Warte, wie weit ist denn die weg? 1, 2, 3, 4, 5. Kostet 5 Gold. Ja, mal gucken, ob sich das lohnt. Okay. Ich bin da fertig. Nächste Runde. Sandro ist bei. Weißt du, wie viel Zufriedenheit ich hab? Ich hab 4. Plus 21. Nice, was machst denn du? Ich gehe voll auf Zufriedenheit und Gold. Zollamt, was ist denn das, bitte? Wie viel Gold hast du pro Runde? 29. Okay, ich hab 23. Alter. Der Sandro, der. Eine große Persönlichkeit. Nice. So, ich gehe mal jetzt auf Kornspeicher. Und hier, was wird da noch gebaut? Markt, okay. Geht da ab. Aber Warenlager in ihrer Nähe. In ihrer Nähe. Was? Wo? Ja. Das ist aber kein Problem. Aber Warenlager in ihrer Nähe macht die Bürger von Laventa nervös. Sie wollen, dass es jemand. Wenn du das Barbarenlager dahinter zerstörst, das ist bei dir unten, dann sind sie dir. Das dahinter, siehst du es doch im Nebel. Oder das obere. Ah ja, ja, das wollte ich gerade machen eigentlich, dass ich nichts davon meine Stadt hinbauen kann. Okay. Ich wäre fertig. Heilen die schon? Okay. Perfekt. Gut, die heilen sich schön hoch. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil der links von mir, der hat Katapulte, der Typ. Bauen 3 Gold pro Runde. So, und heil. So. Und ihr baut jetzt mal eine Straße nach Passagade. Ja, okay. Mal gucken. Gold habe ich ja zurzeit genug. Frage ist, was machen die? Die warten einfach. Die auch,
die auch. Kann ich eigentlich meine Armbrustschützen hier oben noch upgraden? Nee. Was war das für ein Geräusch? Ich bin über irgendwas gelaufen. Was hast du? Einheiten. Was hast du? Ich bin über irgendwas drüber gelaufen. Also. Tyros erbittet eure Hilfe. Ich kann ja mal meine Bogenschützen absch. Ah. Ah. 10 Meter gegangen. Also bittet meine Hilfe. Ja, meine auch. Ist bei mir. Jeder Barbar, den ihr ausschaltet, verschafft euch mehr Einfluss. Nice. Okay, eine unbekannte Zivilisation hat die neue Religion Katholizismus. Aha, das kenne ich doch gar nicht. Das goldene Zeitalter ist vorbei. Nein, nur noch plus 10 Gold. Ich hasse es. Ich probiere mal den da oben ein paar Barbaren wegzuschnitzen. Ich hab was gefunden, ne? Ein unbekannter Spieler ist jetzt mit Mombasa verbündet. Greift mal an. Es wurde eine große Persönlichkeit geboren, noch ein Künstler. Soll ich ein goldenes Zeitalter wieder machen? Da habe ich wieder mehr Produktion und alles. Was habe ich denn jetzt? 10 und 12 und plus 30 Gold. Großes Werk erschaffen. Mach eine Mona Lisa. Du kleiner Penner. Ihr habt eine Gruppe Barbaren in der Nähe von Tyrus ausgeschaltet. Man ist euch dankbar und euer Einfluss wurde um 12 verbessert. A Dash for Timber Hangerboy vollendet. Oh! Was hast du verändert? Klick halt drauf. Die Musik dazu. Wunderschön. Was bringt mir das? So. Warten auf Spieler. Bin fertig, jetzt. Alter. Ja, die Straße wird ein bisschen teuer. So, Produktion wählen. Was holen wir uns denn? Ein Schrein? Ja, oder? Karawanenhof nur eine Runde, alles klar. Einheitenbewegungen lassen wir mal. Und mal das hin. Das. Nächste Runde, ich bin fertig. Ein unbekannter Spieler hat das Zeitalter Renaissance schon erreicht. Mary Jane wurde als Spion rekrutiert. Wo ist bitte Mary Jane? Alter, was ist das denn? Spionageübersicht. Wo ist denn bitte Mary Jane? Juhu, ich hab Bautrop. Er wollte. Klickt, um Rekrut Mary Jane an einen neuen Ort zu bewegen. Wenn ein Spion in eine andere Stadt geschickt wird, dauert es einige Runden, bis er angekommen ist. Okay. Wenn sich der Spion in der Stadt seines Besitzes bewegt, beginnt er dort mit der Spionageabwehr, um gegnerische Spione zu schnappen und zu eliminieren. Wenn ein Spion in die Hauptstadt eines Gegners bewegt wird, hat er die Möglichkeit, Diplomat zu werden und kann mit der Zivilisation um Stimmen für den Weltkongress handeln. Alter. Klingt alles sehr wunderbar. Ich kenne mich da aber leider noch nicht aus. Bauen wir mal einen Schrein. Warte, ich kann nicht laufen. Ah, nächste Runde. Was ist denn hier unten?
Nee, noch nicht. Mache ich gerade. Ich baue gerade auch eine Straße. Sehr teuer. Okay, Einheit, bla bla, zack, zack, zack. Nächste Runde, bin fertig. Wir sind bei 25 Minuten, Alter. Ja, da war, wow. Okay. Du bist sehr fixer Schieder hier. Ich würde sagen, bis unsere Stadt verbunden ist, dauert es noch ein bisschen. Und das seht ihr dann auch in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Civilization 5. Mit dem Klaas, der kleine Römer hier unten. Wann baust du eigentlich eine Mauer um dein Reich? Habe ich schon, aber die ist wohl etwas kleiner ausgefallen. Wo sind die? Ja, um Rom ist eine kleine Mauer rumgezogen, aber... Ja, ich meine eine globale Mauer, die ist dann direkt um deine Grenzen. Kann ich nicht bauen. Also kannst du noch nicht. Pass bloß auf. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Servus. Ja,